Dobro večer. Herzlich willkommen und guten Abend zum 35. Grand Prix der Eurovision aus Zagreb. Das ist Eurocat und der wird uns durch die Sendung heute begleiten. Durch diesen 35. Grand Prix. Und bei dieser Gelegenheit werden wir heute 22 Länder hier mit einem Beitrag in Zagreb sehen. Aber um Zagreb, die Stadt, in der in diesen Minuten diese Endausscheidung des 35. Grand Prix der Eurovision beginnt, vorzustellen, hier erstmal einige Bilder, die das reiche kulturelle Leben der Stadt zeigen sollen. Ruja Poshpish Baldani singt hier aus Orpheus. Sie war, als sie 61 an die Metropolitan Opera kam, die jüngste Debütantin an diesem historischen Opernhaus. Zu sehen ist die Bühne des kroatischen Nationaltheaters. Hier ist das Streichorchester Zagrebs. Sie sind weltweit bekannt für ihr Barockmusikrepertoire. Sie sind hier in der Goldenen Halle im historischen Zentrum Zagrebs. Aber auch Jazz ist in Zagreb zu Hause. Bosko Petrovic und sein Jazzquartett stehen hier im Park, dem Srenjevac, eine beliebte Erholungsoase dieser Metropole. Zurück in die Altstadt, das Steintor Kamenica Vrata ist zu sehen. Da befindet sich auch ein alter Altar der Jungfrau Marie gewidmet. Dieser Altar überstand fast unbeschadet die vielen Feuer, die die Stadt immer wieder heimsuchten. Hier finden wir Walter Desplay mit Schumanns Konzerto für Cello und Orchester. Szenenwechsel in die Nationale Universitätsbibliothek, einer schönen Art Deco-Bau, einer der schönsten seiner Art in Europa. Die Rockband Vetice, zu Deutsch die Hexen, treten da für uns auf. Lado, das ist eine Volkstanzgruppe, die einen Ausschnitt aus ihrem umfangreichen Repertoire zeigt, inmitten des größten offenen Marktplatz Zagrebs, in einer typischen Volkstracht der Gegend. Und was da im modernen Geschäfts- und Büroviertel durch die Straßen hallt, ist Igor Lesniks Percussion-Formation Supercussion. Aber der darf hier natürlich nicht jeden Tag spielen, das würde die Geschäftsordnung etwas durcheinander wirbeln. Zum Schluss die Zagreber Philharmoniker. 100 oder gar mehr ausgesuchte Musiker der Stadt mit Händels Halleluja und dem Chor Ivan Goran Kovacic. Während Eurocat da wieder in die Luft geht, nun das Eurovisionsthema nochmal von all den Musikern, die wir gerade gesehen haben, abwechselnd durchgespielt. Der Ablauf dieser Veranstaltung ist etwas gestrafft worden. Vergangenes Jahr waren noch 3 Stunden und 15 Minuten zur Verfügung gestanden. Heuer sind es nur noch 2 Stunden 45 Minuten. Eine Regelung von der EBU, der European Broadcast Union, die insgesamt die Regeln aufstellt für diese Veranstaltung. Und auf die Bühne kommen jetzt die 2 Kommentatoren und Präsentatoren des jugoslawischen Fernsehens.
Helga Vlahović Probonic und Oliver Mlakar. Sie werden in Französisch und Englisch durch die Sendung führen. Dobra večer i dobro nam došli u Zagreb. Bonsoir à tous. Und heißen nun alle angeschlossenen Sender und alle Zuschauer herzlich willkommen zu dieser Riesenveranstaltung. Il fallait se préparer parce qu'il a encore beaucoup à faire. En effet, avec nous, ma charmante. Es gab da hinter den Kulissen vor der Veranstaltung im Vorfeld noch ein paar Ungereimtheiten. Dieses Moderatorenpaar stand nicht bis zum Schluss fest. Sie stiegen kurz mal wieder aus und haben sich aber nun doch entschlossen, auf die Bühne zurückzukehren. Um was es genau ging, wissen wir nicht und haben auch gar nicht danach gefragt. Es geht uns nichts an. Aber sie erklärt jetzt gerade Eurocat. Eurocat ist eine Animation, die wir gesehen haben, denn Zagreb ist ja auch sehr bekannt für seine hochtalentierten Zeichentrick-Zeichner und das will man hier alles ein bisschen mit einbauen. Man will sich natürlich auch überhaupt ein bisschen präsentieren und auch zeigen, dass Zagreb eine Reise wert ist. La musique qui nous a précisément rassemblé à Zagreb. Le thème que nous écoutons maintenant. Die Halle, in der diese Veranstaltung stattfindet, heißt Lisinski Concert Hall und ist hier natürlich des Öfteren schon Schauplatz großer Konzerte gewesen aller Musikrichtungen. We'll know the winner of this contest in a little over 2 hours from now, but whatever the result, I'm sure we're going to have an entertaining evening of music and die Moderatoren versprechen einen unterhaltenden Abend, wer immer auch am Schluss der Gewinner ist, der ja in ein bisschen mehr als 2 Stunden festziehen müsste. Das deutsche Team ist gut vorbereitet und inzwischen auch wieder gut bei Stimme. Daniel Kovac hatte schon mal ein paar Probleme mit seiner Stimme, aber er hat sich sehr geschont in den letzten Tagen und Stunden und müsste das heute sehr gut durchziehen. Chris Kempers ist gut drauf, gute Laune. Nervös ist man natürlich ein bisschen, denn von so einem Event, von so einer Veranstaltung hängt ja dann doch oft viel ab und man will so gut wie möglich abschneiden. Der erste Teilnehmer, der sich heute der Konkurrenz stellt, ist Spanien. Sie waren inzwischen 30 Mal dabei und seit 1961 in Cannes haben sie immer wieder mal erfolgreich abgeschnitten. Sie waren zweimal sogar Nummer 1, 1968 einmal in London und 1969 gleich nochmal in Madrid. Wie es heute ausgehen wird, das wird man sehen. Die Moderatoren erhoffen sich, dass man von den Songs, die man heute Abend hört, auch einige mit nach Hause nimmt, also dass man den Sommer vielleicht durch diese Musik im Ohr hat. Das muss ich natürlich erst zeigen, das ist nicht so einfach. Es kann also losgehen und Spanien wird nun gleich auf die Bühne kommen, vertreten durch Azúcar Moreno, das heißt übersetzt etwa Brown Sugar. Sie kommen aus Madrid, das sind zwei Zigeunerinnen, die da ganz vorne auf der Bühne stehen werden, Encarna und Toni Salazar. Sie versuchen da alte Traditionen des Flamenco zu verbinden mit einer zeitgemäßen Präsentation, das ist ein bisschen Disco angehaucht. Der Komponist ist Rui José Luis Abel und Raúl Orania und Jaime Stinus. Orania ist verantwortlich wohl für diesen Disco-Sound, er hatte damit auch schon Hits in England gehabt. Dirigent ist Eduardo Leiva. Und Spanien erhofft sich schon durch die ausgefallene Art der Musik und Präsentation ziemlich weit vorne zu landen. Das haben sie mir kurz vor dieser Veranstaltung noch gesagt. Und über die Bilder von Spanien darf ich Ihnen jetzt gleich präsentieren. Bandido, der Bandit, der Herzen stiehlt, also ein Playboy, wie man ihn vielleicht heute nennen würde. Und Azúcar Moreno, Bandido, der spanische Beitrag und der erste heute Abend im 35. Grand Prix der Eurovision. Es scheint so, als
wäre der Dirigent etwas irritiert, vielleicht fehlt auch ein Geiger, aber den könnte man eigentlich loslassen. Aber hier läuft jetzt das Playback ab, das Rhythmus-Playback. Die Damen gehen nach vorne und es scheint sich hier eine Kanone anzubahnen oder vielleicht auch nicht. Am Anfang darf es ja noch passieren, aber dann nicht mehr. Aber ich glaube, nein, es läuft. Oder es läuft nicht. Nein. Sie drehen sich um und gehen wieder von der Bühne. Azucar Moreno hat einen schweren Stand. Erstens müssen sie gleich am Anfang dieser Live-Veranstaltung auf die Bühne. Das ist schon mal undankbar, etwas undankbar. Denn man weiß ja noch nicht, wie die anderen sich präsentieren. Man weiß noch nicht, wie gut sie sein werden. Der Dirigent steht immer noch da und wartet auf irgendeinen Einsatz. Das Orchester stützt sich schon mal den Kopf und es ist mit Applaus nur noch zu retten jetzt. Das scheint mir auch die einzige Lösung zu sein. Man hat diese Veranstaltung natürlich geprobt, aber wie immer das so sein muss, passiert bei den Proben eigentlich wenig. Und bei der eigentlichen Veranstaltung passieren dann die echten Pannen. Das tut einem leid, weil die Musiker natürlich auch darunter leiden. Das ist fast wie bei Sportlern, die zweimal starten müssen. Das ist nicht gerade zuträglich. Aber jetzt nochmal ein Versuch. Azucar Moreno aus Spanien. So, das war der nun am Anfang etwas missglückte Auftritt des spanischen Teams. Und um gleich Missverständnissen von vornherein die Luft zu nehmen,
die singen natürlich schon live und auch das Orchester spielt live, aber ein kleiner Rhythmusteil darf vom Band zugespielt werden. Es geht jetzt weiter mit der Stadt Nummer 2, das ist Griechenland. Sie sind zum 13. Mal heute dabei. Und sie werden vertreten von Christos Kallo und Fotini Savatiano und Wave. Christos und Fotini sind beide in Athen zu Hause und dort auch geboren. Christos war dort auf dem Konservatorium. Als 12-Jähriger sang er bereits im Chor und 79 begann er seine Profikarriere in einem Musical, Jesus Christ Superstar. Und Fotini ist auch eine studierte Sängerin vom Konservatorium Athen. Parallel dazu hat sie Wirtschaftswissenschaft gelernt oder studiert, hat schon mit Manos Hatzidakis und anderen großen griechischen Musikern zusammengearbeitet. Dirigent ist Michalis Rotsakis. Und Sie merken schon, dass ich ein bisschen hetzen muss, denn ich habe nur wenig Zeit, um einige Informationen über die Interpreten des jeweiligen Landes für Sie zu präsentieren, denn die Zeit ist kurz und es muss vorangehen. Griechenland, Horis Kopo zu Deutsch, ohne Absicht, Christos Kallo und Fotini Savatiano. Σε σκιές και σε σκοτάδια κόβατο. Μες στα αστέρια, μες στα αστέρια, σε γυρεύω, σε γυρεύω. Και στη μουσική του δρόμου σε ζητώ. Να μπορούσα να κλέψω το όνειρό σου. Τόσες πόρτες, δίχως άνθρωπο και φως. Κάπου θα σε, κάπου θα σε, ξεχασμένη, ξεχασμένη. Κι απ' τον ίδιο το δικό σου εαυτό. Να μπορούσα να κλέψω το όνειρό σου. Τη μέρα που χαράζει στη σιωπή, τότε θα σε δυνατείς τον ήλιο να αντικρίσεις, μα το ξέρω θα δακρύσεις, μα θα κλέψω το όνειρό σου. Christos Kallo und Horis Kopo, der griechische Beitrag zum heutigen Grand Prix. Belgien ist ein sehr ehrgeiziges Land, was den Grand Prix angeht. Sie sind als Nächste dran, haben den Grand Prix erst einmal gewonnen und das war vor 4 Jahren, 1986 in Bergen. Aber trotzdem sind sie neben der Schweiz und Deutschland bei jedem Grand Prix vertreten. Heute mit Philippe Lafontaine. Und er singt ein Lied, eine Liebeserklärung an seine Mazedonierin, Mama Sidonienne. Und es soll auch eine solche bleiben, und zwar ausschließlich eine für seine Frau. Er will damit kein Geschäft machen, sagt er, und das Lied auch, wie immer es sich platzieren wird, nicht als Platte veröffentlichen.
Er hat eigenhändig die Matrize mit einem Hammer zerschlagen, nachdem er lediglich 500 Platten für die Medien anpressen hat lassen. Etwas seltsam das Ganze, eigenwillig, aber er ist ein sehr sympathischer Mann, der seit 12 Jahren singt und der durchaus auch heuer Chancen hat, weiter nach vorne zu kommen mit diesem Beitrag. Die Belgier haben ja keine nationale Vorentscheidung. Mal schicken sie einen flämisch, mal einen französisch gesungenen Titel in die Endausscheidung. Heuer singt Philippe Blanfontaine französisch mit Mama Domienne, der belgische Beitrag hier in Zagreb. Se déchaîne dans ses yeux. Et quand elle dort, c'est pas très loin d'Ougri. Elle fait des rêves au bord de Polac tout bleu. Je la revois, petite fille aux pieds nus. Il y a de la pluie dans ses cheveux. Dans sa maison, au sol en terre battue, elle a laissé les illusions de tous ses jeux. Qu'elle veut rien qu'à elle, à le chat. C'est Denis, c'est vital que je l'aime et que j'y vienne. Que vous fassiez, que vous pensiez, elle est plus belle. Et ceux qui s'en défient et qui s'y viennent, ils verront combien j'y gagne et qu'il est. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez rire. Surtout. Sur fond de colis, fait le monde encore ce qu'elle veut. C'est un tournesol immigré dans la vie, cœur aride et qui fait femme tout feu. Un cri de cigale caché dans ses murmures, elle vit l'amour sans désaveu. Quand elle se bat du haut de ses blessures, fait semblant de tout, elle fait la nico. Philippe Lafontaine aus Belgien, der uns allen eigentlich nur sagen wollte, wie sehr er seine Frau liebt, die offensichtlich Mazedonierin ist. Die Türkei ist vertreten mit Kayahan Aka. Er ist Sänger, Komponist und Autor in einem, ein Topstar in der Türkei. Vor 40 Jahren kam er in Izmir zur Welt. Er gewann bereits einige Festivals im Mittelmeerraum. Er ist Gewinner des türkischen Song Festivals 1980. Und vergangenes Jahr bei der Vorentscheidung für den Grand Prix wurde er Zweiter. Da hat es noch nicht geklappt, aber bei der Vorentscheidung am 24. Februar dieses Jahres schaffte er den Sprung auf Platz 1 im Rahmen einer groß angelegten Fernsehshow des türkischen Fernsehens. Arrangeur und Dirigent des Beitrags ist Ümit Eroglu aus Ankara. Und ich werde jetzt versuchen, den Titel so gut wie möglich auszusprechen. Die türkischen Zuschauer werden mir verzeihen, wenn es mir nicht ganz gelingt. Gözlerinin Hapsindayım, Kayahan Aka, der türkische Beitrag beim 35. Grand Prix der Eurovision, dem Song Contest von Zagreb. La 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 la
hasretinle hayallenirken düşünceler. Ben kimdim, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaçtım hasretinle hayallenirken düşünceler. Ben kimdim, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım, İsyanlarda gönlüm saman gardinandır. Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin, ay ay ay. Ay la 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 la, la 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 la. İçimde vardır. Sen gözyaşlar hazır. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler. Ben çıldım, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım, İsyanlarda gönlüm zaman gardinandır. Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin, ay ay ay. Ay la 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 la, la 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 la, içimde vardır. Göz yaşlarımdasın. Ay la 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 la, la 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 la, akşam diyarlarım. Ay la 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 la, la la la, sen göz yaşlarımdasın. Und ein Kuss auf die Gitarre, der Abschluss des türkischen Beitrags von Kayahan Aka, der zu Deutsch heißt Gefangen in deinen Augen. Holland ist vertreten durch Maywood, eine Gruppe, die Sie vielleicht kennen. Karen und Alice sind aus einem ganz kleinen Dorf, das Bergharen heißt. Text und Musik stammen von der blonden Hälfte des Duos, von Alice. Und Karen ist die Stimme des Duos. Vor 11 Jahren begann ihre Karriere und ihre erste EP war gleich ein großer Erfolg in Holland und Schweden. Auch bei uns waren sie sehr erfolgreich. Sie hatten sogar einmal 3 Singles gleichzeitig in unseren Charts. Spanien und Südamerika eroberten sie 82 mit einer EP in Spanisch. Und in Zentralafrika wurde Maywood genauso populär wie in Asien. In Korea nahmen sie bei einem Wettbewerb teil und wurden sogar Dritte. Und vor kurzem waren sie durch die Sowjetunion unterwegs, gaben 22 Konzerte in Moskau, Kiew und Leningrad und in Tallinn. Also absolut keine Newcomer. Sie singen einen Titel, der zu Deutsch heißt, ich will alles mit dir teilen. Ich will alles mit dir teilen. Dirigent des Beitrags ist Harry van Hoof aus Hilversum. Het leven is een carousel, het leven is een straat.
iets doodloos als je niet meer weet hoe het verder gaat. Even, ja heel even maar, denk je het is voorbij. Maar ik hou van jou zoals je bent. Mit Maywood und ich will alles mit dir delen. Sie spielen ja immer eine kleine Favoritenrolle, denn immerhin haben sie diesen Grand Prix schon viermal gewonnen. Aber noch erfolgreicher ist eigentlich Luxemburg. Sie waren fünfmal schon Nummer eins, unter anderem auch mal mit France Gall, mit Vicky Leandros. Und nun treten sie dieses Jahr an mit Céline Carso, eine 18-Jährige aus Nizza. Radio Luxemburg hat ja keine Vorentscheidung. Sie gibt einfach einem Produzenten den Auftrag, einen Titel anzubieten für den Grand Prix. Und Sie erinnern sich noch an Dalida, die vor kurzem verstorben ist. Ihr Bruder Orlando ist der Produzent dieses Beitrags. Er ist auch zurzeit in den französischen und paneuropäischen Charts vertreten mit Le Vagabond und ist seit Wochen ganz oben damit. Also ein absoluter Könner und Profi. Und er erinnerte sich dann an den Titel und an die Sängerin Céline Carso, die inzwischen in Paris zu Hause ist, rief sie an und nun ist sie dabei beim 35. Grand Prix mit dem Titel Quand je te veux. Wenn ich von dir träume, heißt es. Komponist ist Jean-Charles France und Texter Thierry Lanyanes. Dirigent ist Thierry Durbet aus Lyon. Sous un peu de pluie à Cherbourg, dans les jardins du Luxembourg, loin toujours. Un vol d'oiseau sur Manhattan revient me dire que tu t'éloignes. Je désire notre amour au fil de tes absences, et c'est comme un été qui commence. Quand je te rêve, y a plus d'air, plus de distance. Rien n'a plus d'importance. Je puis tourner des éclats de chance. Quand je te rêve, tu me prends, tu me soulèves. Un sourire sur tes lèvres, et j'ai peur du jour qui se lève. Dans toutes les salles des aérogares, je te crois au fond des regards, derrière les glaces bleues des miroirs. Je devine ton visage en toutes les transparences, des voyages que je fais en silence. Quand je te rêve, y'a plus d'air, plus de distance. Rien n'a plus d'importance. J'oublie tout. Yeah.
schönte Riff, der Beitrag aus Luxemburg von Céline Carso. Und gleich noch ein Favorit, eine Art Favorit auf jeden Fall Großbritannien, denn auch sie waren schon viermal Nummer 1 und haben schon sehr bekannte Künstler zum Grand Prix geschickt, wie zum Beispiel Cliff Richard, Olivia Newton-John oder Lulu. Und dieses Jahr sind sie mit einer Newcomerin vertreten, mit Emma. Sie wird im August 16, und das ist aber auch schon das Mindestalter eines Teilnehmers beim Grand Prix, so hat das die IBU zumindest festgelegt. Sie stammt aus South Wales, gewann mit Abstand die Vorentscheidung gegen 7 andere Finalisten. Entdeckt ist sie von Songschreiber Paul Curtis, ein alter Freund ihres Vaters. Paul Curtis ist das britische Äquivalent zu Ralf Siegel. Er hatte schon 17 Titel in der europäischen Endausscheidung, davon 2 Gewinner und 6 zweite Plätze darunter. Einmal sang er auch selbst, das war 82, aber da wurde er nur Vierter. Jetzt überlässt er es doch wohl wieder anderen. Alan Ainsworth ist der Dirigent, ein in Weisheit ergrauter, eigentlich ist er schon in Pension, aber heute tritt er nochmal an mit Emma, Louise Booth und dem englischen Beitrag Give a Little Love Back to the World. So far on this great planet, we should be proud of all the great things we've achieved, but in our search for life's great knowledge, we go on taking out and never plant new seeds. Give a little love back to the world. Das war die Startnummer 7, Großbritannien und Emma, der 33. Beitrag in der Geschichte des Grand Prix, der aus England kam. Emma, give a little love back to the world. So ist Helga Vlahović, Brnobić, wieder auf der Bühne und will sich überzeugen, dass es den Zuschauern gefällt. Und sie sagt, diese Halle ist zwar groß, aber vielleicht nicht so groß, wie man es gerne hätte. Und trotzdem meint sie, dass heute mehr Zuschauer da sind als sonst und vielleicht mehr als überhaupt jemals zuvor und jemals danach. Die erste Reihe fängt an und bei der letzten hört diese Reihe der Zuschauer noch nicht auf, denn darüber hinaus sind 1000 Millionen
Zuschauer angeschlossen über Eurovision und über die Eurovision hinaus. Und wir teilen uns diesen Abend also, wie gesagt, nicht nur mit Ländern, die der Eurovision angehören, sondern auch in der Sowjetunion. In Polen ist man dabei, in der Tschechoslowakei, in Ungarn, in Rumänien, in Bulgarien. Und es geht noch weiter, um die ganze Welt herum, sagt Helga. Australien ist angeschlossen, sogar China, Japan, South Korea und sogar Südafrika schaut heute zu beim Eurovision Song Contest in Zagreb. Und jetzt geht's aber wieder weiter und Eurocat führt uns in den Beitrag aus Island. Stjörnin heißt die Gruppe, das Duo besser gesagt. In Island suchte ein Komitee aus 200 Angeboten 12 Lieder aus. Diese Songs wurden dann am Samstagabend in einem Fernsehprogramm dem Publikum vorgestellt. Und Vertreter von 8 isländischen Regionen suchten dann wiederum die 6 Finalisten aus. Und am 10. Februar gewann dann das Lied Eitlagen. Ganz deutlich, mit 129 Punkten Vorsprung. Island wollte eigentlich immer schon mal dabei sein, ist seit 86 beim Grand Prix vertreten. Aber vorher war es immer problematisch, die technische Anbindung an das europäische Mediennetz war nicht ganz einfach und deshalb musste man warten bis 86 und heute versuchen sie wieder weit nach vorne zu kommen. Die beste Platzierung bisher allerdings war der 16. Platz, das war 87 in Brüssel. Der Sänger heißt Greta Örvarsson und seine Partnerin Sigrur Beintein-Stottje. Island und Eitlagen. Verð ég eins og vera vel Alveg trilltur kemst í takt við þig Þú tælir mig Ég verð eftir því sem auga sér Þegar hugur gyrnist henda ég Verð hættuleg Einn dag en Þetta sveit og ég Das war der Beitrag aus Island, der vom Publikum hier in Zagreb relativ stark applaudiert wird. Eitlagen. Noch ein Lied heißt das zu Deutsch.
Das nächste Lied kommt aus Norwegen, also wir sind noch im hohen Norden und da ist Sänger und Texter und gleichzeitig auch Komponist Ketil Stokkan angetreten. Es ist übrigens der erste Titel des heutigen Abends, aber nicht der letzte, der mit dem Thema neu gewonnene Freiheit zu tun hat, insbesondere mit dem Fall der Mauer in Berlin. Ein Novum beim Grand Prix, denn die Texte dieser Veranstaltung hatten eigentlich bisher nie Zeitgeschehen oder Zeitgefühl wiedergespiegelt, waren relativ zeitlos. Ketil Stokkan ist seit 13 Jahren regelmäßig auf Tournee durch Norwegen. Er hat schon 9 LPs veröffentlicht, ist also ein absoluter Profi. 2 davon wurden sogar vergoldet und dafür muss man in Norwegen immerhin 50.000 Stück verkaufen. Also so einfach geht das nicht. 83 bei der Vorentscheidung ist er Zweiter geworden und 86 war mit dem Titel Romeo schon mal dabei. Norwegens Beitrag heißt Brandenburger Tor. Ja, richtig, Ketil Stokkan. En hel verden var til stede for å dele det som skjedde i høst. Vi så mennesker gråte av glede og en grense åpne mot øst. Ingen kunne la være, alle sammen var der og fikk se. In der Grand Prix-Geschichte der 30. Beitrag Norwegens, das war Ketil Stokkan und sein Lied über das Brandenburger Tor. Als nächstes ist Israel am Start. Sie haben sich immer gut platziert, waren auch schon 2-mal Nummer 1. Sie sind heute zum 16. Mal mit dabei. Es ist ja das einzige nicht-europäische Land, aber wie auch Marokko, Ägypten, Algerien und so weiter, Mitglieder der European Broadcast Union und deshalb auch teilnahmeberechtigt. Rita, die dieses Lied singen wird, ist ein Topstar in ihrer Heimat. Sie studierte darstellende Kunst am Konservatorium und mit 17,5 Jahren, da trifft sie Rami Kleinstein, ihr heutiger Ehemann, Komponist und Produzent dieses heutigen Songs. 1979 wurde sie Filmschauspielerin, sie macht alles Mögliche und gewann auch den Titel als Sängerin des Jahres des israelischen Rundfunks. Texterin ist
Zuria Lachav und dirigiert wird von Rami Levin aus Tel Aviv. Shara Bachovot auf den Straßen singen. Rita, der Beitrag aus Israel. Shara Bachovot, der israelische Beitrag von Rita. Dänemark ist fleißig dabei zum 23. Mal, obwohl sie auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfolg hatten mit dem Grand Prix. Sie waren zwar einmal Nummer 1, aber das ist lange, lange her, 63 in London. Grete und Jürgen Ingmann schafften das damals. Ob Lonnie Devantier das nun wiederholen kann, ist noch offen natürlich. Sie ist nämlich ein absoluter Newcomer, ganz neu in diesem Geschäft, 17 Jahre erst alt. Und ihr erster Auftritt im Fernsehen war die dänische Vorentscheidung zu diesem Grand Prix. Entdeckt hat sie Komponist John Hatting bei einem Gesangswettbewerb. Sie versuchte Whitney Houston da nachzueifern mit Where Do Broken Hearts Go. Sie möchte eigentlich Journalistin werden und das Studium hat auch nach wie vor Vorrang, denn sie möchte sich nicht auf den Erfolg im Musikgeschäft verlassen, so sagte sie mir. Und da ist sie gut beraten, meine ich. Sie wird nun versuchen, ihr Bestes zu geben und man muss ihr irgendwie die Daumen halten. Sie ist natürlich sehr, sehr nervös. Lonnie Levant hier aus Dänemark und hallo, hallo. Sicher gemme, so ihr grüner Mittelstrappel, oh, er bringt zu dein. Wenn wir über
Devantier. Die Nervosität hat man ja nicht angemerkt. Hallo, hallo, der Titel aus Dänemark. Bevor wir noch zum deutschen Beitrag kommen, erstmal die Schweiz. Sie ist ja neben Belgien und Deutschland bei allen Grand Prix dabei gewesen, seit 1956, also zum 35. Mal heuer. Und der Sänger dieses Beitrags, er ist eigentlich Österreicher, stammt aus Graz, aber aufgrund der Tatsache, dass seine Frau, die Komponistin und Texterin Cornelia Lackner, Schweizerin ist, kann Egon Egemann, so heißt er, für die Schweiz antreten. Dirigent wird Béla Balint sein. Er ist ein Musiker aus Budapest, der arbeitet aber schon seit langem in der Schweiz für das Rundfunkorchester dort. Und die drei Sprachregionen der Schweiz, das ist ganz wichtig, Italienisch, Französisch, Deutsch und Retro-Romanisch, was an dem Deutschen zugeordnet wird, werden gleichberechtigt behandelt bei der Vorausscheidung. Denn diese findet jedes Jahr in einer anderen Region statt. Der sprachliche Heimvorteil soll jeder mal zum Genuss haben. Vergangenes Jahr war der bisher einzige retro-romanische Beitrag dabei. Die Schweiz singt dieses Jahr aber Deutsch. Musik klingt in die Welt hinaus, heißt dieses Lied. Und Egon Egemann trägt es vor. Musik hört man im Jahr.
erhöht. Sie klingt in die Welt hinaus, Musik, die meine Geige spielt. Musik macht manches Märchen wahr, Musik so wunderbar. Das war der Schweizer Beitrag. So, aber jetzt kommen wir zur Startnummer 13. Für Abergläubische ist das keine gute Startnummer, aber das sind wir alle nicht. Deutschland ist jetzt dran. Und da muss nun Chris Kempers und Daniel Kovac gegen diese doch recht kräftige Konkurrenz antreten. Chris Kempers stammt aus Mönchengladbach, ist 25 Jahre alt. Mit 17 war sie bei Six Pack, einer Band, die West Coast Rock spielte. Inzwischen ist sie eine gefragte Studio- und Chorsängerin und bis vor kurzem war sie ein festes Mitglied der Jule Neigel Band und von daher kennt sie wohl auch Produzent Ralf Zang, der den Titel für Deutschland produziert hat. Ralf Siegel ist zum 8. Mal für Deutschland dabei. Er war 3-mal für Luxemburg angetreten, 80 für beide Länder sogar gleichzeitig. Und Daniel Kovac, der zweite Part in diesem Unternehmen. Er fühlt sich eigentlich zu Hause hier, denn er ist nur 100 Kilometer circa von Zagreb entfernt geboren. Er ist Mitglied in diversen Rockbands gewesen, war Radio-Disc-Jockey, auch beim Bayerischen Rundfunk und ist Fernsehmoderator. Er war 12, als er von Jugoslawien nach Deutschland übergesiedelt ist. Frei zu leben, der deutsche Beitrag, ist dirigiert Rainer Pietsch. Text, Gerl Kunze. Frei zu leben, dem Gefühl vertrauen, nehmen, geben, ist es so schwer. Frei zu leben und nach vorne schauen, Schritt für Schritt, Hand in Hand, mehr und mehr. Einsam sind wir nicht, aber jeder ist allein. Reißen wir die unsichtbaren ein. Jeder wartet auf ein Wunder und das Wunder kann geschehen. Wir müssen aber nur zusammen über alle Grenzen gehen. Zeit zu leben, sich auf Ziele treu, nehmen, geben, ist es nicht Zeit, frei zu leben. Was wird geschehen? Nimm mich, wie ich bin, und lass uns beide hier sein. Lass uns keine Pläne schmieden, die die schwere Ketten wiegen. Sperr dich deine Wünsche in dir ein. Frei zu leben, dem Gefühl vertrauen, nehmen, geben. Es ist so schwer, frei zu leben und nach vorne schauen, Schritt für Schritt, Hand in Hand, mehr und mehr. Jede Angst verliert, den Gefühl, jede Angst vertraut, wenn ich dich habe, ist es so schwer, nicht schwer. Zu leben und nach vorne schauen, Schritt für Schritt, Hand in Hand, mehr und mehr. Frei zu leben.
Frei zu leben, Chris Campus, Daniel Kovac, der deutsche Beitrag mit der Startnummer 13. Und nach diesem Vortrag kann man schon mit einer guten Position rechnen. Wir wollen ja nicht vermessen sein, aber Platz 1 wäre auch nicht schlecht. Frankreich ist als nächstes Land vertreten mit einem sehr ausgefallenen Titel, der aus dem Rahmen des Üblichen hier fällt, aus dem Rahmen des Üblichen, was man beim Grand Prix generell gewohnt ist, zu sehen. Auch ein optischer Leckerbissen von den französischen Antillen, eine Tänzerin, ein Ex-Mannequin und Miss Martinique. Seit 65 ist sie Sängerin und choreografiert auch ihre eigenen Videos. Eine sehr vielseitig talentierte Musikerin. Der Texter ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Das ist Serge Gainsbourg, der mit dem Erotikklassiker Je t'aime damals mit Jean Birkin sehr bekannt geworden ist. Frankreich ist mit wechselnder Begeisterung dabei. Man verliert mal wieder die Lust, man ist mal wieder ganz voll dabei. Wir werden sehen, wie es heute klappt für Joël Ursul, White and Black Blues. Römischer Applaus, zumindest vom jugoslawischen Publikum. White and Black Blues, ein Lied über das Leben Schwarzer und Weißer nebeneinander in Harmonie und Frieden. Eine Prognose hier ist schwer, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Entweder ist das Lied ganz weit vorne oder es landet ganz hinten. Das werden wir aber bald erfahren. Das Gastland Jugoslawien ist dran. Es hat den Grand Prix letztes Jahr in Lausanne mit Rock Me und der Gruppe Riva nach Hause geholt sozusagen. Und heuer tritt an Tatjana
Natayash. Sie hat den Spitznamen Tai Chi. Sie ist seit 15 Jahren auf der Bühne, also auch nicht mehr ganz neu. Und ihr Image ist so das Image der 60er Jahre. Sie macht ganz bewusst auf Marilyn Monroe und erhofft sich dadurch auch ein bisschen mehr internationale Akzeptanz. Texter, Komponist und Sänger ist Jugoslawiens erfolgreicher Srinko Tutic. Und er hat zusammen den Titel mit Alka Vujica geschrieben. Und hier ist er, Hajde da Luđemo. Lass uns verrückte Sachen machen. Tai Chi für Jugoslawien. Das war der Beitrag des Gastlandes Jugoslawien. Das war Tatjana Natayash und das Lied Hajde da Luđemo. Und jetzt ist wieder auf der Bühne der Moderator des jugoslawischen Fernsehens, Oliver Mlakar. Diese Veranstaltung vergleicht Oliver Mlakar mit einer Reise durch Europa. Kulturelle Verbindungen schaffen, die Farben Europas zusammenbringen, das soll die Aufgabe sein der Zukunft. Reisen, sagt er, ist die beste Möglichkeit, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. 1990 ist das Jahr des Tourismus, in dem verschiedene Veranstaltungen Brücken schlagen sollen zwischen den verschiedenen europäischen Nationen. Gestern stoppte der Eurotrain Express 90 hier in Zagreb.
120 Studenten und Schüler aus 28 europäischen Ländern fahren mit diesem Europazug durch ganz Europa, um eben für die Idee des vereinten Europas zu werben. Übrigens, die blaue Taube am Ende der jeweiligen Landesporträts vor den Musikbeiträgen steht für Freiheit, aber ganz besonders für Reisefreiheit. Der Kreis der goldenen Sterne symbolisiert das vereinigte Europa. Und der heutige 5. Mai ist ja auch der Europatag und so richtet der Moderator Oliver Mlakar vom jugoslawischen Fernsehen seine Glückwünsche an das ganze und bald vereinte Europa. Und so geht es auch gleich weiter mit Portugal. Und der Start Nummer 16, Sempre heißt der Titel und gesungen wird von Nusha. Sie ist vor 23 Jahren in einem kleinen Ort im Norden Portugals geboren. Sie war Teil des Mädchenduos Cuchi Cuchi. Aber seit 88 ist sie nun solo unterwegs und versucht, eine internationale Karriere zu starten. Sie glaubt auch, dass der Song Contest hier in Zagreb ihr dabei helfen könnte. Die Brüder Francisco und Federico Pereira haben den Text geschrieben. Die Musik stammt von Luis Felipe und Jan van Dijk. Und Dirigent ist Carlos Alberto Moniz. Er ist 41 Jahre alt, sehr bekannt in Portugal, in der Musikszene dort, als Sänger auch und als Komponist und Textarrangeur und Dirigent. Er macht auch Film- und Werbemusik. Sempre, ha sempre alguém. Es gibt immer jemanden, so heißt der portugiesische Beitrag. Und auf der Bühne steht, wie gesagt, Nusha, die im richtigen Leben übrigens Cristina Balduay heißt. Das war die Nummer aus Portugal. Es gibt immer jemanden zu Deutsch und das war Nusha.
Irland ist heute zum 25. Mal dabei, also sie feiern ein kleines Jubiläum. Sie waren 65 in Neapel zum ersten Mal vertreten beim Grand Prix. Seither sind es nun und mit heute 25 Mal, dass sie dabei sind. 72 haben sie sogar mal in Gälisch gesungen, aber heute besinnen sie sich doch wieder auf Englisch. Somewhere in Europe wird der Titel heißen und der Interpret ist Liam Riley. Komponist und Texter und auch Sänger des Beitrags ist Liam Riley. Er ist von einer höchst erfolgreichen irischen Formation ausgestiegen. Sie ist Bagatell, hat mit ihnen 5 LPs gemacht, die ihm Gold- und Platinplatten bescherten. Das bedeutet 10.000 LPs oder 30.000 LPs, jeweils Platin oder Gold in Irland. Für ein Land mit nicht ganz 4 Millionen Einwohnern eine respektable Leistung. Aber nachdem er die Gruppe verließ, zog er in die Stadt Savannah im US-Bundesstaat Georgia und produzierte dort bis heute 6 LPs. Marty Downs und Kim Jackson begleiten den Dirigenten und Arrangeur ist Noel Keelhan. Irland, somewhere in Europe, Liam Riley. It's been a long time since we were together. I'm back in Ireland and I miss you more than ever. In early spring we parted and I've been here since then. But if I could only see you once again. Shores of ease and hate. We could be in Rome again. Leave the Trevi Fountain late. We should be together. Maybe we should spend it. You could only meet me somewhere in Europe tonight. I remember Amsterdam as we sail on the canal. And as the began to fall, we were walking in old Bruxelles, and in that black forest on a German summer's day, and the memories refused to go away. Meet me in Paris on the shores of Elysian. We could be in Rome again, beneath the Trevi Fountain lights. We should be together. Drinking wine in old Seville. How I wish that we were there. Irgendwo in Europe, in Europa, Liam Riley aus Irland. Und mit ihnen muss man rechnen, dreimal waren sie immerhin schon Nummer 1. Johnny Logan, der letzte Ire, der Nummer 1 war, 87 in Brüssel. Die Schweden sind auf dem Sprung auf die Bühne. Sie waren auch schon zweimal Nummer 1 und treten heute mit dem brüderlichen Quartett Lasse und Bertil Edin und Simon und Frank Adal an. Sind seit 78 ein Team und traten schon mit Stars wie Cliff Richard und U2 auf. Eine ehemalige Zahnbürstenfabrik haben sie sich umgebaut und in ein eigenes Aufnahmestudio. Frank ist Sänger bei der aktuellen LP der deutsch-skandinavischen Formation Motti Special. Und obwohl sie in der Regel Material von sich selber haben und singen, nehmen sie diesmal Text und Musik von Mikkel Wendt, der 87 schon mal einen Titel
als schwedischen Beitrag zum Grand Prix schickte. Lotta Engberg trat damals in Brüssel gegen die Konkurrenz an, konnte sich aber gegen den Iren Johnny Logan damals nicht durchsetzen. Am 9. März war die Vorentscheidung in Göteborg und wie jedes Jahr in Schweden auch diesmal ein großes Ereignis im schwedischen Fernsehen. Som en Wind, wie ein Wind, Edin Adal, der schwedische Beitrag beim Grand Prix der Eurovision in Zagreb. Kom en känsla och fyllde min själ. Och jag en man som reser i tankar fylld av visioner ur en dröm. Och jag känner som en vind sveper inom mig, skänker mig värme. Sommen Wind, das war Schweden, Edin Adal. Italien ist auf der Startnummer 19 und da kommt heute wieder ein Superstar, nämlich Toto Cutugno. Als Teilnehmer des Sanremo Festivals 89 wurde er gebeten, Italien beim Grand Prix zu vertreten. Und Toto Cutugno ist ja ein bewährter Komponist und Texter, dessen Lieder auch schon von Mireille Mathieu oder Michel Sardou aufgenommen wurden. Oder von Ricky Poveri oder Domenico Modugno. Toto Cutugno versteht eigentlich nicht, warum nicht jedes Land die besten Kräfte mobilisiert, sagte er hier in einer Pressekonferenz, um beim Grand Prix um den Sieg zu streiten. Italien schickt ja generell Sanremo-Sieger mit dem Siegerlied oder aber auch mit einem anderen Titel zum Grand Prix. Es lohnt sich ja auch, denn die italienischen Beiträge werden meistens zu erfolgreichen Hits, wenn sie auch nur einen Mittelplatz beim Grand Prix erreichen. Dirigent ist Gianni Mandonini aus Mailand. Und obwohl in Italien der Grand Prix nicht mehr viel Bedeutung hat, naja, sie werden sicher mitfiebern mit dem Titel Insieme, Toto Cutugno. Insieme, unite, unite, Europa. Conte. Così lontano e diverso.
con te, amico che credevo perso. Io e te, sotto lo stesso sogno, insieme. Unite, unite, one. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere, io e te, sotto lo stesso cielo, insieme. Unite, unite, you all. Sempre più liberi noi, non è più un sogno e noi non siamo più soli. Sempre più uniti noi, dammi una mano e vedrai che voli. L'Europa non è lontana, c'è una canzone. Sempre più liberi noi, le nostre stelle hanno una bandiera sola. Sempre più forti noi, dammi una mano e vedrai se vola. L'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana. Unite, Europe. L'Europa non è lontana, c'è una canzone italiana per voi insieme. Unite, unite, Europe. Insieme. Toto Cotugno, noch ein Lied für die Europäische Gemeinschaft, zusammen 1992. Die Finnen und die Zyprioten stehen noch aus, aber als nächstes kommen erstmal die Österreicher mit der Startnummer 20. Sie sind auch schon 29 Mal dabei gewesen und haben auch schon mal gewonnen, nämlich mit Udo Jürgens. 1966, Merci Cherie in Luxemburg, war er damit Nummer 1. Simone heißt die Vertreterin Österreichs, sie stammt aus St. Pölten und es gab ein bisschen Gerede in den letzten Tagen um sie, weil es ein Foto von ihr gibt auf einem Magazin und auf diesem Foto hat sie nicht allzu viel an, die Blöße ist nur bedeckt durch ihr langes blondes Haar, aber immerhin, es hat keiner weggeguckt und vielleicht schauen auch heute umso mehr Leute genauer hin, wenn sie singt. Produziert hat sie Mark Berry, der auch die Musik machte und der Text stammt von Mario Bozzazzi, der bei der ersten allgemeinen Verunsicherung am Keyboard steht. Dirigent ist Richard Österreicher, der seit 1974 die ORF Big Band dirigiert und seine eigene Band hat. Er dirigiert heute schon zum 11. Mal den österreichischen Beitrag. Keine Mauern mehr, Österreich mit Simone. Thank you.
keine Mauern mehr. Das war Simone, der österreichische Beitrag. Und Zypern steht an mit der Startnummer 21. Sie sind seit 81 dabei und inzwischen schon zum 9. Mal. Sie haben sich eigentlich immer den traditionellen Touch ihrer Musik bewahrt, auch in ihrem Grand Prix-Beitrag. Aber dieses Jahr scheint mir der Beitrag kommerzieller zu sein als in den vergangenen Jahren. Die Zyprioten bekommen immer wieder 12 Punkte von den Griechen. Da ist man sehr großzügig natürlich. Und das hat ihnen schon mal geholfen. Aber auch schon mal, als die Griechen nicht dabei waren, sehr geschadet. Da waren sie nämlich Letzte. Das war vor 4 Jahren in Bergen. Zypern tritt an mit Milos Poirier. Du redest zu viel, heißt das. Und der Interpret ist Anastasio. Sein zweiter Auftritt beim Eurovision Song Contest. Produziert wurde er, oder beziehungsweise die Platte in München von Christian Leibl. Also ein bisschen muss man da auch mitfiebern. Die Musik stammt von dem Engländer John Vickers. Milos Poirier ist der zypriotische Beitrag von Anastasio. Das war Zypern, Anastasio. Das war Zypern, Anastasio und Milos Poli. So, der letzte Beitrag des heutigen Abends, der 22. kommt aus Finnland. Sie sind auch dieses Jahr schon immerhin 29 Mal dabei. Die Vorentscheidung in Finnland ist immer sehr, sehr umfangreich. Und
und auch ein großes Ereignis, wird in den verschiedenen Provinzen des Landes mit Spannung verfolgt. Finnland tritt an mit Beat, einer Formation, die seit 10 Jahren zusammen ist, stark beeinflusst übrigens von afroamerikanischen Musikrichtungen wie von Soul, Funk und Jazz. Die Brüder Jan und Kim Engblom leben einerseits von Musikstunden, die sie so geben, und andererseits von den Musikproduktionen, die sie machen. Tina Krause ist Musiktherapeutin und Tina Patterson studiert Übersetzerin. Sie haben die Musik selbst geschrieben. Der Text stammt von Stina Engblom. Es wird übrigens in Schwedisch gesungen, aber das ist erlaubt, denn Schwedisch ist die zweite Landessprache der Finnen. Dirigent ist Olli Achenlahti. Free! Das war der 22. und letzte Beitrag beim 35. Grand Prix der Eurovision 1990 in Zagreb. Das war der finnische Beitrag, Free, frei natürlich, von der Formation Beat. As far as I can remember, at the beginning of the show, I promised you an entertaining evening of music. Helga sagt gerade, dass sie sich an den Anfang der Show erinnert und da einen unterhaltenden Abend versprochen hat. Und sie lässt sich dann auch gleichzeitig bestätigen von ihrem Kollegen, dass das nun so gewesen sei. Es ist jetzt soweit, dass die Juroren in den verschiedenen einzelnen Ländern aufgerufen sind, die Wertungen abzugeben. Sie dürfen dabei natürlich nicht für ihr eigenes Land stimmen, aber wie die Wertungen im Einzelnen ablaufen, werde ich Ihnen dann etwas später erklären. Vorher wird man aber erstmal einen Film sehen über Jugoslawien, und da wird sich dieses Land natürlich von seiner positivsten Seite zeigen, der Ihnen Appetit machen soll, natürlich auch auf Jugoslawien als Urlaubsziel. Man vergleicht da Jugoslawien ein bisschen mit einem Orchester, wo die gegensätzlichsten Klangfarben und die unterschiedlichsten bunten Formen nebeneinander sitzen und trotzdem miteinander harmonieren. Alors je vous prie de considérer le film que nous allons projeter dans quelques instants comme une présentation sommaire des possibilités de cet orchestre.
comme si vous aviez familiarisé avec un grand ensemble symphonique en seulement 8 minutes. Eurocat leitet also nun diesen Film ein, der eine ganze Weile dauert und der bunt gewürfelt Eindrücke aus diesem Land vermitteln soll. Jugoslawien, das ja auf einer Größe vergleichbar mit Großbritannien etwa eine Vielfalt von unterschiedlichen Farben und Gegensätzlichkeiten ineinander vereint und damit leben muss. Und irgendwie fließt das ja auch ganz gut wieder, immer wieder ineinander, aber nicht ganz ohne Reibungsflächen, wie Sie sicher wissen. Jugoslawien hat 6 Republiken, 5 Nationalitäten leben mehr oder weniger problemlos nebeneinander. Man spricht 4 verschiedene Sprachen und 3 verschiedene Konfessionen wollen anerkannt sein. Das Alphabet ist in 2 unterschiedliche Formen aufgeteilt oder zu finden. Die 6 Republiken heißen Bosnien-Herzegowina, dann Montenegro, Kroatien, Mazedonien, Slowenien und Serbien. Zwei autonome Provinzen sind eingebunden, nämlich Vojvodina und Kosovo, letzte Provinz ist ja in den Schlagzeilen gewesen in den letzten Monaten und Wochen. Circa 23 Millionen Einwohner hat Jugoslawien. Und in den vergangenen Monaten haben sich auch hier einige Reformen angekündigt oder sind auch durchgebracht worden. Und obwohl in Jugoslawien ein Einparteiensystem herrscht, unterschied sich die politische Landschaft eigentlich schon immer von anderen Ostblockstaaten. Jugoslawische Arbeiter konnten ja schon immer in anderen europäischen Nationen arbeiten und leben. Und man sagt hier, sie konnten somit auch Brücken bauen, die dem Land nun zugutekommen. Brücken bauen in andere politische Systeme und waren im Gegensatz zu anderen Ostblockstaaten frei in der Wahl ihrer Lebensform. Mehr und mehr greift natürlich auch hier in Jugoslawien der Wunsch, um sich ein integraler Teil Europas zu werden. Und die nahe Zukunft wird uns zeigen, wie das dann aussehen kann. Die meisten Europäer, auch viele Amerikaner, besuchen Jugoslawien als Touristen während der Sommermonate. Und wie Sie sehen, werden sie natürlich angelockt, hauptsächlich durch die Adriaküste, die durch die vielen Inseln auch Küste der 1000 Inseln genannt wird. Das Wasser, das sieht auch hier so aus an der jugoslawischen Adriaküste, ist angeblich sehr sauber und klar und für Leute, die gerne tauchen, wohl sehr gut geeignet. Überhaupt für Wassersport wohl sehr gut geeignet. Amen. Das ist die religiöse Seite Jugoslawiens. Wie gesagt, gibt es 3 verschiedene Konfessionen hier, die alle eine sehr, sehr alte und sehr starke Tradition haben und bewahren. Die multikulturelle Gesellschaft des Landes ist auch verantwortlich für die bunte Speisekarte, die einiges an Eigenständigem zu bieten hat. Sie alle kennen Cevapcici natürlich, das waren gerade Bananen, aber Sie wissen, was ich meine. Cevapcici, Rasnici ist auch bei uns natürlich sehr bekannt,
Aber es empfiehlt sich auch, Lamm nach hiesigem Rezept zubereitet zu versuchen. Nur sollte man das nicht tun, kurz bevor man zu Bett geht, wie ich das getan habe. Dazu ist diese Zubereitungsart für mitteleuropäische Mägen einfach zu deftig. Dass Jugoslawien sportlich ist und auch in vielen Sportbereichen gut mitreden kann, das weiß man auch. Auch die modernste Technologie hat hier schon seinen Platz gefunden. Zagreb ist ja die Hauptstadt Kroatiens, aber Sie kennen sicher auch die Metropolen der anderen Republiken. Belgrad, die serbische und gleichzeitig jugoslawische Hauptstadt. Dann Sarajevo, die Hauptstadt Bosniens. Dort fanden 1984 die Olympischen Winterspiele statt. Mazedoniens Hauptstadt, Skopje, kennen Sie auch sicher. Die Stadt war 1963 in den Weltschlagzeilen. Ein verheerendes Erdbeben verwüstete damals die Stadt, die aber inzwischen natürlich wieder aufgebaut ist und eine Symbiose aus Alt und Neu darstellt. Slowenien nennt Ljubljana als ihre Hauptstadt, eine charmante Stadt mit besonders großem und breitem kulturellen Angebot. Hier wird wohl gerade der Wein geerntet, der jugoslawische Wein und der Käse zubereitet. Der gut schmeckt, da konnte ich mich schon überzeugen. Schließlich Titograd, die Hauptstadt Montenegros. Keine Großstadt, aber wohl groß, was die bunte Mischung an Eindrücken angeht. Er nimmt am Grand Prix nicht teil dieses Jahr, aber vielleicht ein anderes Mal. Und dieses Instrument findet sich auch beim Grand Prix seltener. Und das ist nicht Holland, sondern auch Jugoslawien. Ein weiterer Beweis, wie vielschichtig und bunt die Umgebung hier ist. Ja, das ist Jugoslawien. Und dieser Film ist wohl auch ganz im Sinne der Touristikindustrie, was verständlich ist, davon lebt zu einem großen Teil auch Jugoslawien. Und die Touristikfachleute hier sagen, man muss Jugoslawien gesehen haben, um es zu verstehen, um es zu begreifen. Also man muss einfach irgendwann im Leben einmal in Jugoslawien den Urlaub verbringen. Das waren die letzten Eindrücke dieses Films über das Land Jugoslawien. Und inzwischen ist auf der Bühne, auf der großen Videowand, bereits das Tableau erschienen, auf dem alle teilnehmenden Nationen aufgeführt sind, von Spanien bis Finnland, alle 22. Und nun beginnt die Votierung. Frank Neff ist das übrigens, ein Vertreter der EBU, der European Broadcasting Union, der Europäischen Rundfunkunion. Er wird die Abstimmung überwachen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Die Jurymitglieder müssen im Übrigen zwischen 16 und 60 Jahre alt sein, müssen aus 50% Männern und Frauen bestehen. Und sie besteht ausschließlich aus musikinteressierten Laien, keine Fachleute. Sie kommen aus allen Berufsschichten und da will man nun eben wohl einen repräsentativen Querschnitt so gut es möglich ist herstellen. 16 Juroren seit dem letzten Jahr, vorher waren es nur 11.
Und sie setzen sich folgendermaßen zusammen. Das sind vier Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahre, vier Personen im Alter zwischen 25 und 35, vier zwischen 35 und 45 und wiederum vier, die älter als 45 sein sollen. Die Namen der Juroren der einzelnen Länder werden geheim gehalten, um Bestechungsversuchen von vornherein gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jeder Juror muss mindestens einen Punkt abgeben, null Punkte gibt es nicht, aber er kann natürlich auch ein Land ignorieren und ihm gar keine Punkte geben. Aber insgesamt gesehen muss schon ein Punkt mindestens abgegeben werden. Sie haben 1 bis 12 Punkte zu vergeben. Mit der niedrigsten Wertung wird jeweils angefangen. Die höchste Wertung schließt dann die jeweilige Punkteverteilung jedes Landes ab. Madrid meldet sich nun mit der spanischen Wertung. Switzerland 1 Punkt, Suisse 1 Punkt. Sweden 2 Punkte. Schweiz hat einen Punkt bekommen, Schweden 2 Punkte. Aber ich glaube, ich brauche das nicht jedes Mal übersetzen. Sie verstehen es oder sehen es ohnehin auf Ihrem Fernsehbild. Thank you very much. Iceland 4 Points. Iceland 4 Points. Island 4 Points. France 5 Points. France 5 Points. France 5 Points. Denmark 6 points. Denmark 6 points. Denmark 6 points. The United Kingdom 7 points. United Kingdom 7 points. Royaume-Uni 7 points. Germany 8 points. Germany. Hier war also Spaniens Wertung für unseren Beitrag für Daniel Kovac und Chris Kempers 8 Punkte. 10 points. Irland 10 points. And then Italy 12 points. Italy wird mit 12 Punkten bedacht, also Toto Coutinho kann sich schon mal ein bisschen freuen. Aber das kann sich natürlich alles noch ändern, das sagt am Endergebnis noch nichts. And we go on to Greece. Hello Athens. Kalispera. Kalispera, Abutinasina. Griechenland gibt die Wertung ab. This is Athens calling. Here are the results of the Greek jury. Netherlands 1 point. Holland bekommt nur einen Punkt von Griechenland. Sweden 2 points. Sweden 2 points. Suède 2 points. Iceland 3 points. Iceland 3 points. Island 3 points. Luxembourg 4 points. Luxembourg 4 points. Luxembourg 4 points. United Kingdom 5 points. United Kingdom 5 points. Royaume-Uni 5 points. Cyprus 6 points. Cyprus 6 points. Chypre 6 points. Und hat auch Zypern die ersten Punkte, immerhin gleich 6. Ireland 7 points. Irland 7 points. Spain 8 points. Spain 8 points. Spanien ist jetzt auch im Rennen mit 8 Punkten. Israel 10 Points. Italy. I'm sorry, I didn't hear quite well. Das war ein kleines Missverständnis. Israel, es ist nicht Israel, sondern Italien, das von Griechenland mit immerhin 10 Punkten gedacht wird. And Switzerland, und die Schweiz bekommt die höchste Wertung aus Griechenland und hat somit insgesamt 13 Punkte, aber Italien liegt mit 22 Punkten mit Abstand vorne. Die Jury aus Belgien meldet sich im Moment. Espagne 1 point, Spain 1 point. Autriche 2 points. Autriche 2 points. Austria 2 points. Dann hat auch Danemark, Österreich 2 Punkte. Danemark 3 points. Denmark 3 points.
La France, 4 points. La France, 4 points. France, 4 points. Chypre, 5 points. Chypre, 5 points. Cyprus, 5 points. Allemagne, 6 points. Allemagne, 6 points. 7 Punkte für Deutschland Irland, aus Belgien. 6 Punkte waren das, Entschuldigung. Ireland, inzwischen sind es also points. Insgesamt 14. Italien Italy, 8 points. Scheint gut angekommen Irland, zu sein. 8 Punkte für Italien. Island, 10 points. Iceland, 10 points. Da wird sich Island freuen. 10 Punkte. Royaume-Uni, 12 points, United Kingdom, 12 points. Aber die höchste Punktewertung aus Belgien geht nach Großbritannien. Und somit hat Großbritannien 24 Punkte, aber Toto Coutinhos Beitrag aus Italien bleibt mit 30 Punkten an der Spitze. Und die Türkei meldet sich, selbst noch mit keinem Punkt bedacht. Merci beaucoup. Island, 1 point. Island, 1 point. Iceland, 1 point. Danemark, 2 points. Danemark, 2 points. Denmark, 2 points. Pays-Bas, 3 points. Pays-Bas, 3 points. Netherlands, 3 points. France, 4 points. France, 4 points. France, 4 points. Irlande, 5 points. Irlande, 5 points. Ireland, 5 points. Die Iren halten gut mit. Haben inzwischen schon 29 Punkte. Switzerland, 6 points. Und auch die Schweiz kann sich zunächst noch nicht beklagen. 19 Punkte. Und Österreich bekommt von der Türkei immerhin gleich 7 Punkte. Italy, 8 points. Italien mit 38 Punkten weiter in Führung. Spain, 10 points. Et la Yugoslavie, 12 points. Ah, vous êtes gentil. Et voilà. C'est gentil. Et la Yugoslavie, 12 points. Yugoslavia, und das Gastgeberland wird von der Türkei mit 12 Punkten belohnt. Bonne fin de soirée à tous. Bonsoir, Ankara, merci beaucoup. Au revoir. Und so liegt Jugoslawien gar nicht so schlecht im Rennen, liegt vor Frankreich und vor der Bundesrepublik. So, we go on to Netherlands. Guten Abend, Hilversum. May I have your votes, please? Good evening, Zagreb. This is Hilversum, Holland. Here are the results of the Dutch jury. Die holländische Jury gibt Österreich nur einen Punkt und hat Austria damit Spain, nicht sehr viel gehofft. Points. Sie sind mit 10 Punkten jetzt schon ein bisschen Turkey, abgeschlagen. Turkey, 3 points. Turkey, 1 point. Die Türkei Israel, bekommt ihre ersten Punkte, 3 Punkte gleich. Points. Israel, 4 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. Greece, 5 points. Griechenland kassiert die ersten 5 Punkte in diesem Song Contest. Und Schweden hat nun inzwischen immerhin schon 16 Punkte. Belgique 7 points. Italy 8 points. Italy 8 points. Italy 8 points. Ireland 10 points. Ireland 10 points. Irland 10 points. And France, 12 points. Oh, und das ist es, was ich meinte. Die Stimmungen zu diesem französischen Titel gehen sehr auseinander. Hier gleich die höchste Punktezahl aus den Niederlanden für Frankreich, 12 Punkte. Aber das ändert zunächst noch nichts an der Platzierung. Italien ist auf Platz 1 mit 46 Punkten, Irland auf Platz 2 mit 39. Dann kommt aber schon Frankreich mit 25 Punkten. Gleich dahinter Großbritannien mit 24 und dann Spanien mit 21 Punkten. Und jetzt
das Nachbarland Luxemburg, das Nachbarland Deutschlands. Selbst haben sie erst 4 Punkte und sie geben den Niederlanden auch nur einen Punkt. Switzerland 2 points. Royaume-Uni 3 points. Royaume-Uni 3 points. United Kingdom 3 points. Belgique 4 points. Belgique 4 points. Belgium 4 points. Autriche 5 points. Autriche 5 points. Austria 5 points. Irlande 6 points. Irlande 6 points. Ireland 6 points. Portugal 7 points. Portugal 7 points. Portugal 7 points. Islande 8 points. Islande 8 points. Island. Iceland 8 points. Hat 8 Punkte bekommen Italy, aus Luxemburg. Italy 10 points. Mm-hmm. Italy 10 points. 10 Punkte aus Allemagne, Luxemburg für Italien und damit geht das natürlich weit in Führung. Aber auch Deutschland wird hier belohnt. 12 Punkte von Luxemburg für Deutschland und so sieht das Ganze schon wieder etwas besser aus. Aber Italien liegt schon mit einem recht beachtlichen Vorsprung auf Platz 1. Die Irländer halten gut mit und auch Frankreich hat hier nicht wahnsinnig profitiert, aber da ist das alles ganz offen. Jetzt ist Großbritannien dran. Portugal 2 points. Portugal 2 points. Luxembourg 3 points. Luxembourg 3 points. Luxembourg 3 points. Netherlands 4 points. Netherlands 4 points. Pays-Bas 4 points. Yugoslavia 5 points. Yugoslavia 5 points. Yugoslavia 5 points. Sweden 6 points. Sweden 6 points. Suède 6 points. Germany 7 points. Germany 7 points. Allemagne, Großbritannien gibt uns 7 Punkte. Austria 8 points. Und somit haben wir 33. Points. Und Simone. Ireland, die Österreicherin hat 8 Punkte bekommen von Großbritannien. Iceland 12 points. Oh, Iceland, 12 points. Das ist eine Überraschung. Island hat 12 Punkte bekommen von Großbritannien und kommt nun schon ein bisschen ran. Mit 38 Punkten liegen sie auf jeden Fall schon mal vor Deutschland. Wir haben 33. Hallo Zagreb, ist hier Reykjavik. Bonsoir, Island gibt man seine Wertung ab. Oh, das ist natürlich schade. Nur ein Punkt aus Island für den Beitrag aus Deutschland. Türkei 2 points. Türkei 2 points. Italien 3 points. Aber Italien kommt da nicht besonders gut weg. Nur 3 Punkte für Italien. Espagne 4 points. Spain 4 points. Finland 5 points. Finland 5 points. Finland 5 points. Autriche 6 points. Autriche 6 points. Austria 6 points. Danemark 7 points. Danemark 7 points. Denmark 7 points. Irlande 8 points. Irlande 8 points. Ireland 8 points. Yugoslavie 10 points. Jugoslawien, und da freut sich das Publikum im Saal hier natürlich. Ja, 10 Punkte, das macht 30 Punkte für Jugoslawien. Und Frankreich, und das bestätigt wieder, was ich vorhin schon sagte, sehr unterschiedliche Wertungen dieses Titels, dieses ausgefallenen Titels für den Grand Prix. 37 Punkte für Frankreich. Und nun führt Irland mit 63 Punkten. Dahinter kommt gleich Italien mit 59 Punkten. Norwegen. Selbst haben sie noch keinen Punkt, aber sie vergeben nun die Punkte an den Rest Europas. Belgien kriegt nur einen Punkt. Cyprus 2 points. Chypre 2 points. Yugoslavia 3 points.
Yugoslavia, 3 points. Yugoslavia, 3 points. Turkey, 4 points. Turkey, 4 points. Turkey, 4 points. Spain, 5 points. Spain, 5 points. España, 5 points. Sweden, 6 points. Sweden, 6 points. Suède, 6 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Denmark, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. Irland kann den Vorsprung Iceland, noch etwas ausbauen. Jetzt Iceland, 10 points. Island, 10 points. Island. Und ja, und jetzt wieder 12 Punkte für Frankreich von der Jury aus Norwegen. Und damit heißt es 49 Punkte für Frankreich. Aber Irland hat mit 71 Punkten jetzt schon wieder eine relativ klare Führung. Italien ist stehen geblieben mit 59 Punkten. So unterschiedlich sind eben die Geschmäcker. Und nun ist Israel dran. Spain, what was it? One point. Again, please, I didn't quite hear. Es kurz. Jetzt gibt es Verständigungsschwierigkeiten. Italy, one point. Thank you and excuse me. Italien, ein Punkt. Two points. Netherlands, 2 points. Pays-Bas, 2 points. Finland, 3 points. Finland, 3 points. Finland, 3 points. Norway, 4 points. Norway, 4 points. Norvège, 4 points. Cyprus. Ja, ich finde es schön, dass Norwegen jetzt Cyprus, auch 4 Punkte hat. Cyprus, 5 points. Und das somit gleich auf mit Israel. France, 6 points. Frankreich kriegt aus Israel wiederum nur 6 Punkte. Denmark, 7 points. Und Denmark, 7 points. Dänemark, 7 Punkte. Iceland, auch da summiert es sich. Iceland, 8 points. 8 Punkte für Island und jetzt United Kingdom, 10 points. Großbritannien, 10 Punkte. Und wer kriegt nur die 12 Punkte? Das ist jetzt spannend. Aus Israel. Oh, das ist Jugoslawien. Sie werden reich beschenkt mit Punkten aus Israel. 12 Punkte. And Yugoslavia, 12 points, Yugoslavia, 12 points. 45 Punkte hat Jugoslawien inzwischen. The points given by the Israeli jury, Jerusalem. Und good evening, Shalom, nun ist Irland weiter auf Platz 1 natürlich. And now we are going over to Denmark, Copenhagen. Und Dänemark, Dänemark kann und dieses Ergebnis sicher noch ein bisschen verschieben, aber nicht mehr ganz grundsätzlich beeinflussen. Norway, obwohl natürlich immer noch alles offen ist, also man soll nicht verzagen an dieser Stelle. Cyprus, 2 points. Cyprus, 2 points. Chypre, 2 points. United Kingdom, 3 points. Na, Dänemark ist sparsam mit Punkten für Großbritannien. Nur 3 Punkte, 40 Punkte. Aber auch bei Deutschland halten sie sich eher zurück mit Punkten. Das sind leider nur 4 Punkte und somit haben wir erst 38 Punkte. Frankreich kommt auch nicht sehr viel weiter, hat jetzt 60 Punkte. Italy 6 Points. And your friends in Zagreb, Yugoslavia 7 Points. Und der jugoslawische Beitrag fand wohl auch in Dänemark Anklang, 7 Punkte immerhin. Ireland, 8 points. Ireland, Irland, 8 points. Irland, 8 Punkte. Wohin gehen denn die 10? Iceland, Island, 10 Punkte. Das macht 66 Punkte für Island. Und das hatte ich im Prinzip nicht erwartet, aber sowas ist ja auch schön. Überraschungen gibt es beim Grand Prix allemal. 12 Punkte also von Dänemark nach Schwitzerland, nach Schweiz. Ach, die Schweiz hat jetzt immerhin schon 33 Punkte. Irland führt mit 79 Punkten und die Schweizer sind dran. Bonsoir Olivier. Voici les résultats du vote du jury suisse. S'il vous plaît. Danemark, 1 point. Danemark, 1 point. Denmark, 1 point. Israël, 2 points. Israël, 2 points.
Israel, 2 points. Pays-Bas, 3 points. Pays-Bas, 3 points. Netherlands, 3 points. Belgique, 4 points. Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. Irlande, 5 points. Irlande, 5 points. Ireland, 5 points. Espagne, 6 points. Espagne, 6 points. Spain, 6 points. Islande, 7 points. Islande, 7 points. Iceland, 7 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Royaume-Uni, 10 points. United Kingdom, 10 points. Und die Engländer haben auch wieder 10 Punkte kassiert. Und Frankreich bekommt hier mal wieder einen schönen Batzen ab, 12 Punkte. Ich vermisse allerdings die Punkte für Deutschland aus der Schweiz. Das bringt Frankreich ganz schön weiter, 72 Punkte. Sie rücken damit Irland mit 84 Punkten schon etwas mehr auf die Pelle. Aber jetzt kommt Deutschland. Und die Bürger in München haben folgendermaßen votiert. Royaume-Uni, 1 Point. United Kingdom, 1 Point. Suède, 2 points. Suède, 2 points. Sweden, 2 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Ich glaube, wir haben aus Luxemburg 12 Punkte gegeben. Das war kein gutes Tauschgeschäft. Israel, 4 points. Turquie, 5 points. Turquie, 5 points. Italy, 6 points. Italy, 6 points. Irlande, 7 points. Irlande, 7 points. Ireland, 7 points. Belgique, 8 points. Belgique, 8 points. Belgium, 8 points. France. Frankreich bekommt auch von unserer Jury immerhin 10 Punkte. Dieser Titel hat in der Tat noch Chancen, nach ganz vorne zu kommen. Und die Spanier kriegen 12 Punkte aus der Bundesrepublik. Die zwei wohl ausgefallensten Titel des ganzen Song Contests sind aus Deutschland mit besonders vielen Punkten bedacht worden. Vielleicht spricht das für unseren guten Geschmack. Irland führt mit 91 Punkten. Frankreich rückt jetzt schon dicht auf mit 82 Punkten oder dichter zumindest. Italien ist knapp hinter Frankreich mit 80. Und Island hat immerhin 73 Punkte. Es ist sehr viel. Auch die Jugoslawen können eigentlich zufrieden sein mit 52 Punkten. À la France, nous appelons la France. Bonsoir Paris. Bonsoir Zagreb. Bonsoir, c'est votre tour. Ici Paris. Voici les résultats du jury français. Suisse, 1 point. Suisse, 1 point. Switzerland, 1 point. Yougoslavie, 2 points. Yougoslavie, 2 points. Yougoslavia, 2 points. Autriche, 3 points. Autriche, 3 points. Austria, 3 points. Italie, 4 points. Italie, 4 points. Italy, 4 points. Espagne, 5 points. Espagne, 5 points. Spain, 5 points. Pays-Bas, 6 points. Pays-Bas, 6 points. Netherlands, 6 points. Irlande, 7 points. Irlande, 7 points. Ireland, 7 points. Belgique, 8 points. Belgique, 8 points. Belgium, 8 points. Und jetzt die 10 Punkte. Royaume-Uni, 10 points. United Kingdom, 10 points. Die Engländer bekommen 10 Punkte und die Luxemburger 12 Punkte von der französischen Jury und bringt Luxemburg nun auf einen Punktestand von 22. Aber
Irland bleibt in Führung. Alors, c'est la Yugoslavie maintenant. Und nun gibt das Gastland Jugoslawien, selbst mit inzwischen schon immerhin 54 Punkten im guten Mittelfeld, seine Wertung ab. Aber Island bleibt weiterhin. Entschuldigung, nicht Island. Irland bleibt nach wie vor an erster Stelle. Die Isländer können auch wirklich happy sein. 73 Punkte, das ist ganz schön viel. Sie waren, glaube ich, noch nie so gut platziert. Sie sind ohnehin erst fünfmal dabei. Waren einmal Platz 16. Sie waren dreimal Platz 16 sogar. In Brüssel, in Bergen und in Dublin. Und diesmal sieht das für Island sehr viel besser aus. Bonsoir Lord Zadar, le jury yougoslave se retrouve ce soir à Zadar, la ville sur la côte adriatique au nord de Dalmatie, tout autrement bien le groupe Riva, le champion de l'année dernière à Lausanne. Voici le résultat de notre jury. Ils sont impatients. Israël, un point. Israël, un point. Israël, one point. Luxembourg, deux points. Luxembourg, deux points. Luxembourg, two points. Espagne, 3 points. Espagne, 3 points. Spain, 3 points. Islande, 4 points. Islande, 4 points. Iceland, 4 points. Suisse, 5 points. Suisse, 5 points. Switzerland, 5 points. Italie, 6 points. Italie, 6 points. Italy, 6 points. Turquie, 7 points. Turquie, 7 points. Turkey, 7 points. Autriche, 8 points. Ah, Österreich wird auch von Jugoslawien gelobt mit Punkten, mit immerhin 8 Punkten. Royaume-Uni, 10 points. United Kingdom, 10 points. Und Großbritannien verdient sich gerade wieder 10 Punkte. Und Frankreich bekommt 12 Punkte von Jugoslawien und geht damit zwar noch nicht in Führung. Es fehlen noch 4 Punkte, bis sie Irland erreicht haben. Sie stehen mit 98 Punkten nach wie vor auf Platz 1, aber das könnte natürlich noch leicht möglich sein. Portugal hat leider erst 9 Punkte, aber insgesamt gesehen hat jedes Land Punkte bekommen, was schön ist. Es ist immer etwas traurig und fast peinlich, wenn am Schluss der Wertung immer noch ein Land dasteht, das überhaupt keinen Punkt bekommen hat. Aber das ist hier nicht der Fall. Die Punkte sind verteilt. Gut verteilt. Luxemburg 3 points. Luxembourg 3 points. France 4 points. France, ja, 4 points. Das bringt Frankreich jetzt natürlich nicht entsprechend weiter. Von Portugal bekommen sie nur 4 Punkte. Spain 5 und sind jetzt zwar gleich auf mit Irland. Aber auch Irland wird nicht gerade überschüttet mit Punkten. 6 Punkte für Irland und sie gehen damit gleich über die 100er Marke. Sie sind auf 104 jetzt. Switzerland 8 points. Suisse 8 points. Italy 10 points. Italy 10 points. Italien hat nur 100 Punkte. Und Island bekommt von Portugal 12 Punkte. Und Island ist damit mit 89 Punkten nach wie vor ganz gut im Rennen. Aber Irland ist noch vorne. Sie sind ja heuer zum 25. Mal dabei und haben schon dreimal diesen Wettbewerb gewonnen. Zum ersten Mal 1970 in Amsterdam. Dann 80 in Den Haag und schließlich 87 in Brüssel. Belgium 1 point, Belgique 1 point. Austria 2 points. Austria 2 points, Autriche 2 points. Norway 3 points. Norway 3 points, Norvège 3 points. Denmark 4 points. Denmark 4 points, Danemark 4 points. Yugoslavia 5 points. Yugoslavia 5 points, Yugoslavie 5 points. United Kingdom 6 points.
United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. Iceland, 7 points. Iceland, 7 points. Island, 7 points. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Germany, 10 points. Germany, 10 points. Allemagne, 10 points. And finally, Italy, 12 points. And Italy, 12 points. Italy, 12 points. Uh-huh. Hello. C'est tout? Oui. C'est. Good night, Dublin. Thank you very much. Zagreb, thank you. Et voilà, c'est l'Italie qui mène. Voilà notre tableau d'affichage. C'est l'Italie qui mène, mais jetzt liegt Italien in Führung mit 112 Punkten. Frankreich an zweiter Stelle mit 106 Punkten. Irland hat mit 104 Punkten den dritten Platz. Und sieht man auch Toto Cotugno. Er sieht der Sache ganz gelassen entgegen. Er hat da auch nicht viel zu verlieren. Er ist ohnehin ein Superstar in seiner Heimat und überall in Europa. Nun geben die Schweden ihre Punkte ab. Jugoslawien kriegt mehr einen Trostpunkt, einen Punkt nur, und hat jetzt 60 Punkte. Austria 2 points, Autriche 2 points. Denmark 3 points. Denmark 3 points, Denmark 3 points. Germany 4 points. Germany 4 points. Ja, ich glaube, das besiegelt nun im wahrsten Sinne des Wortes langsam das Schicksal des deutschen Beitrags. Ein guter Mittelplatz, ein zufriedenstellender Mittelplatz scheint dabei herausgekommen zu sein bei diesem heutigen Song Contest. Belgium 7 points, Belgique 7 points. Iceland 8 points. Und auch hier ist Island wieder ganz gut dabei mit 8 Punkten. Italy 10 points. Italy 10 points. Und Toto Cotugno ist jetzt auf 122. Und Irland, 12 Punkte von der schwedischen Jury. That's all from the Swedish Jury. Good night, Zagreb. Good night, Göteborg. Thank you very much. Italien liegt ganz klar in Führung mit 122 Punkten. Buonasera Roma, un particolare saluto ai nostri amici italiani. Buonasera. Bonsoir Zagreb. Bonsoir. Wenn ich sage, Toto Cotugno kann der Sache gelassen entgegensehen, weil er nichts zu verlieren hat, dann meine ich das natürlich so, dass er auch auf Platz 2, 3 oder 4 zufrieden sein kann, denn dieser Titel ist ohnehin schon erfolgreich und es hängt nicht zu sehr vom Abschneiden beim Grand Prix ab, da es ein Hit wird. So war es zumindest in der Vergangenheit mit den italienischen Titeln und Beiträgen. Frank Neff, der Vertreter der EBU, der die Wertung hier überwacht, greift ein. Buonasera Roma. Und Italien soll die Punkte jetzt abgeben. Und sie hatten ein kleines technisches Problem, sagt er, und müssen dann nochmal anfangen. Luxemburg bekommt nur einen Punkt von Italien. Pays-Bas 2 points, Netherlands 2 points. 3 points pour Island. Island 3 points, Iceland 3 points. 4 points pour Chypre. Chypre 4 points, Cyprus 4 points. 5 points pour l'Allemagne. L'Allemagne, 5 points. Germany, 5 points. 6 points pour le Royaume-Uni. Royaume-Uni, 6 points. United Kingdom, 6 points. 7 points pour le Danemark. Danemark, 7 points. Denmark, 7 points. 8 points pour l'Espagne. L'Espagne, 8 points. Jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, wie viele Punkte Italien an einen eventuellen Verfolger abgibt. Ten points. Et enfin, 12 points pour l'Autriche.
L'Autriche, 12 points. Austria, 12 points. Und Sie geben Österreich 12 Punkte. Also, es bleibt noch spannend, denn Frankreich hat mit 111 Punkten durchaus noch die Möglichkeit aufzuholen. Und auch Irland hat natürlich noch gute Chancen. Jetzt wäre Österreich dran. Alles klar, das dürfte doch nicht schief gehen, oder? Ich hoffe nicht. Guten Abend, Zagreb. Guten Abend. This is Diana calling. Here are the results of the Austrian jury. United Kingdom, 1 point. Den Österreichern hat der englische Beitrag nicht besonders gefallen. Das, glaube ich, kann man an dieser Wertung erkennen. Auch der französische Beitrag scheint in Österreich kein Hit zu werden. Und das ist vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung. Bei Deutschland hat sich Österreich generell immer etwas zurückgehalten mit Punkten, ging sparsamer um, als das uns recht sein kann und will. Luxemburg 5 points, Luxembourg 5 points. Denmark 6 points. Denmark 6 points, Denmark 6 points. Italy 7 points. Italy 7 points, Italy 7 points. Spain 8 points. Spain 8 points, Espagne 8 points. Iceland 10 points. 10 Punkte für Island aus Österreich und damit sind sie immerhin schon bei 117 und die Iren. Die Iren holen auf und haben nun 128 Punkte, sind nur noch knapp hinter Italien. Das wird jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen offensichtlich zwischen Irland und Italien. Italien würde, wenn sie heute gewinnen, wenn sie ihren Vorsprung durchhalten bis zum Schluss, zum zweiten Mal den Grand Prix gewinnen. Zum ersten Mal hatten sie mit Cingola Cinquetti einen Gewinner, das war 64 in Kopenhagen, also es ist schon eine ganze Weile her. We are calling Nicosia, Cyprus. Good evening, Kalispera. Oh, Kalispera, sir. Das ist die vorletzte Wertung des Abends. Sie kommt aus Zypern und meint, dass die Schweiz nicht unbedingt das Wahre war. Mit einem Punkt unterstreichen Sie dieses. Aber auch England hat den Zypern, den Zyprioten nicht gefallen. Nur 3 Punkte. Denmark 4 points, Denmark 4 points. Luxembourg 5 points. Luxembourg 5 points, Luxembourg 5 points. Greece 6 points. Greece 6 points, Grèce 6 points. France 7 points. France 7 points. 7 Punkte für Frankreich aus Zypern. Spain 8 points. Und somit haben sie 120 Punkte. Espagne 8 points. Jugoslawien, 10 Punkte aus Zypern und somit haben sie 80 Punkte. Und damit wird es nun doch immer klarer, dass wir heute Abend nochmal Toto Cutugno auf der Bühne sehen werden, nämlich als Gewinner des 35. Grand Prix in Zagreb. Man gratuliert ihm auch jetzt schon hinter der Bühne. Und freut sich zu Recht über dieses Ergebnis. Ja, Finnland wird jetzt an diesem Ergebnis nicht mehr viel ändern. Yugoslavia, 1 point. Nein, Irland kann nicht mehr aufholen. Italien ist der Gewinner. Austria 2 points, Autriche 2 points. Switzerland 3 points. Switzerland 3 points. Toto Cutugno bereitet sich auch schon auf seinen zweiten Auftritt des heutigen Abends vor. Ireland 4 points, Irland 4 points. Israel 5 points.
Israel, 5 points. Israel, 5 points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 points. Chypre, 6 points. Iceland, 7 points. Iceland, 7 points. Island, 7 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Ja, damit ist es besiegelt. Im wahrsten Sinne sage ich das nochmal. Italien, 149 Punkte. Aber die Finnen fanden auch den französischen Beitrag am besten und geben 12 Punkte nach Frankreich. Und somit ist Frankreich mit 132 Punkten gleich auf mit Irland. Aber Italien hat den 35. Grand Prix der Eurovision gewonnen. Und Tutto Cotunio wird gleich nochmal mit Insieme auf die Bühne kommen. Ein Lied, das der europäischen Gemeinschaft, dem Zusammenwachsen der europäischen Staaten gewidmet ist. 92 wird es ja soweit sein. Sie sehen hier nochmal die Platzierung. Irland auf Platz 2, Frankreich auf dem hervorragenden Platz 3 und Island, das ist auch eine kleine Sensation, auf Platz 4, Spanien auf Platz 5. Toto Cotunio auf dem Weg zur Bühne. Er ist ja auch Komponist und Texter und ein Superstar in Italien, auch bei uns absolut nicht mehr unbekannt. Dirigent Gianni Mandonini, der Mailänder, wird sich seinen Dirigentenstab nun auch wohl holen. Man sieht, dass schon Rotwein, so sieht es zumindest ausgeflossen, ist. Ich habe hier leider nur einen Schwarz-Weiß-Monitor und deshalb weiß ich nicht, ob es rote Flecken sind. Es scheint Champagner oder auf jeden Fall etwas Fröhliches und Feuchtes zu sein, das ihn da getroffen hat. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Italien ist also der diesjährige Gewinner und damit zum zweiten Mal auf Platz 1 in der langen Geschichte des Grand Prix der Eurovision. Italien ist ja auch so etwas wie die Erfinder des Grand Prix. Ursprünglich war ja diese Veranstaltung ein Autorenwettbewerb und hat sich ja, so in etwa aus dem Sanremo Song Festival entwickelt. Sie waren auch schon mal Letzte, das war 66 in Luxemburg. Domenico Modugno hatte damals den 17. Platz nur geschafft. Domenico Modugno ist auch ein großer Star. Und hier kommt Toto Cotunio nochmal auf die Bühne in Zagreb mit seiner Band. Es dauert natürlich immer jetzt ein bisschen. Man weiß ja nicht schon lange im Voraus, wer nun da das Siegerlied singen wird und muss deshalb auch ein bisschen umbauen. Das bereitet auch der Technik immer wieder ein bisschen Arbeit. Gratulation von Helga und Oliver, dem Moderatorenpaar des jugoslawischen Fernsehens. Und jetzt werden nochmal die Beteiligten an diesem Beitrag genannt und gewürdigt. Musik und Text, Toto Cotunio, die Arrangements hat der Dirigent gemacht, Gianna Mandonini. Das ist der Direktor des jugoslawischen Fernsehens, ein sehr junger Direktor, 32 Jahre erst alt. Er gratuliert nun der Band, den Hintergrundsängern und in erster Linie natürlich dem Star des Abends, Toto Cotunio. Insieme 1992 werden wir gleich noch mal hören und ich darf mich schon mal verabschieden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Es ist ja doch immerhin kurz vor Mitternacht und nun bedankt sich wohl auch Toto Cotunio und das braucht man nicht zu übersetzen. Questa vittoria la dedico a tutti i miei amici cantanti italiani che sono venuti all'Eurofestival e dopo Gigliola Cinquetti siamo mai riusciti a vincere questa bellissima manifestazione. Den ersten Sieger in der Geschichte des Grand Prix, der aus Italien kam, das war Gigliola Cinquetti. Grazie. Und das ist sehr, sehr lange her. 64 war das noch.
per un'Europa unita. Grazie. Et voilà, c'est tout. Nous allons encore une fois entendre, écouter votre chanson, Monsieur Coutugno. Très chers amis, merci pour votre attention et au revoir, bonne vie. And we are going to hear the winning song once again. So, wir hören also den Gewinnersong nochmal und ich wiederhole mich zwar, aber ich verabschiede mich, bedanke mich für Ihr Interesse und für Ihre Geduld. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht aus Zagreb und sage goodbye und dobro veče. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Arrivederci a Roma per i campionati del mondo. A Roma per i campionati del mondo. Ciao. Sì. Insieme. Unite, unite, Europe. Con te. Così lontano e diverso, con te, amico che credevo perso, io e te, sotto lo stesso sogno, oh, insieme. Unite, unite, Europe. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere, stesso cielo, insieme, unite, unite, Europe. Grazie. Ciao.